Schaffst du alles, was wichtig ist in deinem Leben? Schaffst du das wirklich umzusetzen, was du dir vorgenommen hast? Wenn nicht, könnte es daran liegen, dass du vielleicht ein nicht so produktives Prioritätensystem hast. Wie das besser geht und wie du erfolgreicher wirst, das zu erreichen, was du erreichen möchtest, das ist der Inhalt, um den es gleich geht. Peter Brandl ist Profipilot, Unternehmer, Fluglehrer, Autor von 6 verschiedenen Büchern und lebt in Berlin und Los Angeles. Er war Präsident der German Speakers Association und ist jetzt Coach und Sparringspartner von zahlreichen Topmanagern und Vorständen. Peter blickt zurück auf 3500 Veranstaltungen in 25 Jahren und 23 Ländern und teilte die Bühne schon mit Richard Branson, Christian Wolff, Steve Wozniak und Tim Melzer, wobei letzteres ihm besonders viel Spaß gemacht hat. Hi, mein Name ist Peter Brandl und wir haben ja schon ein Video gemacht. Das ist das zweite Video in einer Reihe, in dem ich dir ein paar Hinweise geben möchte, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst, wie du zuverlässigere Entscheidungen treffen kannst und wie du Entscheidungen treffen kannst, die dir dabei helfen, auch das zu erreichen, was du wirklich erreichen möchtest. Wir haben uns in dem letzten Video schon über ein paar Formen, wie Menschen Prioritäten setzen, unterhalten. Und diese Art und Weise, wie Prioritäten setzen, haben eben zentral was damit zu tun. Eine Sache, die mir dabei immer wieder auffällt, ist, dass ich, wenn ich mit Menschen arbeite, und zwar egal, ob das jetzt ganz normale Menschen sind, ob das Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind, ob das Unternehmer sind, ein kleines Unternehmen mit, weiß ich nicht, 2, 3, vielleicht 10 Beschäftigten haben oder wenn das tatsächlich ein Vorstandsvorsitzender ist von einem großen Konzern. Ich höre oftmals wieder so eine Aussage wie, das ist alternativlos. Ja, da habe ich keine andere Möglichkeit. Ich kann ja nicht anders. Ich muss ja. Ganz ehrlich, scheiß musst du. Es gibt immer andere Optionen. Es gibt immer andere Optionen. Wir haben immer die Möglichkeit, irgendetwas anders zu machen. Die Frage ist nur, ob wir diese Alternativen sehen und wenn wir sie sehen, ist, ob sie uns gefallen. Ich komme da noch ein bisschen stärker drauf zurück. Ich möchte dich an dieser Stelle wirklich nur mal sensibilisieren. Wenn du dich häufiger sagen hörst, ich kann nicht anders, ich muss, denk wirklich nochmal drüber nach. Denk einfach mal drüber nach, wenn etwas wirklich Einschneidendes passieren würde jetzt, müsstest du dann wirklich? Ging es überhaupt nicht anders? Ja? Wenn du zum Beispiel jetzt heute Nachmittag einen Unfall hättest und 6 Wochen nicht kommunizieren könntest, ging es dann wirklich nicht anders? Können wir über diesen Punkt mal nachdenken. Aber ich wollte jetzt gar nicht dich so fast ein bisschen pathetisch gleich am Anfang da reinziehen. Ich möchte mit dir tatsächlich an dem Punkt weitermachen, wie treffen wir Entscheidungen. Ja, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, es gibt die Bewahrens- und es gibt die Veränderungstätigkeiten und vielleicht hast du in der Zwischenzeit seit dem letzten Video immer mal drüber nachgedacht, ich weiß noch gar nicht so richtig und man, ich bin mir einfach so unsicher und ja, dann ist es wieder eine richtige, es ist eine falsche Entscheidung. Wie kann ich bessere Entscheidungen treffen? Wenn du so ein bisschen lost bist, ja, wenn du so ein bisschen ja, orientierungslos bist, da kann ich dir als Pilot was ganz Einfaches sagen. Wenn du die Orientierung verloren hast, dann nimm deine Karte, nimm einen Kompass und fange das Navigieren an. Wenn du navigieren willst, egal ob in einem Flieger, auf einem Schiff oder in deinem Leben, was musst du wissen? Das ist schon wieder banal, du musst ein paar ganz einfache Sachen wissen. Das Erste, was du wissen musst, ist, wo willst du hin? Das klingt völlig bescheuert, ja? Aber ich meine, mach wirklich mal den Test. Geh heute Nachmittag oder morgen, geh mal raus, frag irgendwie 10 wildfremde Menschen in irgendeiner Fußgängerzone, wie soll dein Leben in 10 oder in 15 Jahren ausschauen? Ich wette mit dir, wir nehmen dieses Video hier gerade in Berlin auf, in der Nähe vom Kudamm, wenn ich das jetzt machen würde und da draußen am Kudamm 10 Leute fragen, wie soll dein Leben in 15 Jahren ausschauen, dann würden mindestens 9 von den 10 sagen, 15 Jahre, man muss doch heute froh sein, wenn es nicht schlimmer wird, woher soll ich denn wissen, was denen morgen noch einfällt? Das ist alles verständlich. Es ist aber ein blöder Plan. Das ist eine Falle, die wir uns selber stellen. Und jetzt kannst du sagen, ja gut, aber das sind halt, ne? Ich habe das mit Unternehmern und Unternehmerinnen gemacht. Ich habe bei einer Führungskräftetagung bei Führungskräften das Gleiche gemacht, wirklich Top-Führungskräften. Ich habe die gefragt, wie soll dein Unternehmen, wo soll dein Unternehmen in 10 oder in 15 Jahren stehen? Noch nicht mehr 10, 15 Jahre, ich habe es runtergebrochen. Wo soll dein Bereich in 3 oder in 5 Jahren stehen? Sagen wir 3 Jahren. Hast du eine Idee, was passiert? Wenn ich diese Frage stelle, dann kommt es ganz häufig, dass Menschen mir antworten, in 3 oder 5 Jahren, Herr Brandl,
Diese Frage, die zeigt ja nun mal mehr als eindeutig, dass Sie, Herr Brandl, von unserer Branche mal überhaupt keine Ahnung haben. Da wenn Sie nämlich nur ansatzweise Ahnung hätten von den Problemen, mit denen wir uns rumschlagen müssen, dann wüssten Sie, dass wir froh sind, wenn wir 3 Monate in die Zukunft planen können, geschweige denn 5 Jahre. Das ist völlig verständlich. Wenn ich gerade in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, das ist vollkommen verständlich, dass der Planungshorizont vermeintlich sehr, sehr kurz geworden ist. Aber es ist Blödsinn. Entschuldige, wenn ich das so deutlich sage, es ist Blödsinn. Du kannst nämlich keine guten Entscheidungen treffen, wenn du nicht weißt, wo du langfristig hin möchtest. Wie in Gottes Namen soll das gehen? Wie möchtest du gute oder bessere Entscheidungen treffen, wenn du keine Ahnung hast, wo du langfristig hin willst? Das geht nicht, das kannst du knicken. Du kannst keine besseren Entscheidungen treffen, wenn du kein Bild davon hast, wo du eigentlich hin möchtest. Das funktioniert einfach nicht. Wenn du es mir nicht glaubst, geh raus, steig in ein Taxi, ja, hock dich hin, warte, bis der Taxifahrer fragt, wo soll's denn hingehen? Dann sagst du, ich kann so lange nicht in die Zukunft planen. Es ist ein Blödsinn. Niemand sagt, dass es leicht ist. Niemand sagt, dass es leicht ist. Aber es geht nicht ohne. Du brauchst ein Bild davon, wo du langfristig hin willst. Und wenn du ein Unternehmen hast, brauchst du es erst recht, verdammt nochmal. Wir jammern darüber, dass wir Fachkräftemangel haben. Wir jammern darüber, dass sich niemand bei uns bewirbt. Aber ganz ehrlich, wenn ein Mitarbeiter, wenn ein junger Mensch oder auch ein nicht ganz mehr so junger Mensch, wenn der keine Ahnung hat, wo du als Unternehmer hin willst, aus welchem Grund sollte der dir folgen? Das funktioniert nicht. Wir müssen eine Idee haben, wie wir es eigentlich haben wollen. Und Ami, von dem ich viel gelernt habe, der hat immer gesagt, you got to know how your perfect day looks like. Du musst wissen, wie dein perfekter Tag eigentlich ausschaut. Kein Schmarifari, ja, nicht irgendwie in der Hängematte auf Hawaii, du weißt schon, was ich meine. Ja? Du musst wissen, wo du eigentlich hin willst. Das ist die primäre, zentrale Frage. Nur so kannst du nämlich langfristig richtige Entscheidungen treffen. Nur so kannst du Entscheidungen treffen, die was mit dem Ding zu tun haben, was wichtig ist. Und da komme ich zu diesem Prioritätenmodell, das ich wirklich richtig gut finde und das ich für wirklich richtig, richtig hilfreich halte. Dieses Modell hilft dir nämlich dabei, Entscheidungen wirklich so zu treffen, dass sie dir in der Zukunft helfen. Das Ding hat einen Namen, das heißt Eisenhower-Modell. Ich habe es mir nicht selber ausgedacht, sondern es geht zurück auf diesen amerikanischen Generalpräsidenten Eisenhower. Und der hat ja auch immer genug zu tun gehabt, eigentlich zu viel zu tun gehabt. Und der hat etwas ganz Einfaches gemacht. Der hat nämlich seine Tätigkeiten in 2 Dimensionen eingeteilt. Und da ist einmal die Dimension der Dringlichkeit, das ist die eine Dimension. Und die 2. Dimension ist die Dimension der Wichtigkeit, das ist die 2. Dimension, also dringlich und wichtig. Was bedeutet das? Also dringend ist zum Beispiel, wenn ich morgen einen Vortrag halte, ja, und der ist noch nicht vorbereitet, dann ist es ziemlich dringend, dass ich dieses Ding vorbereite. Okay, das ist klar. Was ist jetzt aber wichtig? Was ist der Unterschied? Ist das jetzt wichtig oder nicht? Den Unterschied kriegst du klar, wenn du dir bewusst machst, Dringlichkeit ist Zeit. Das ist die Zeitkomponente. Wichtigkeit ist Ziel. Und deswegen habe ich gerade eben so drauf rumgeritten, was ist dir wirklich wichtig, wo möchtest du eigentlich hin? Wichtigkeit ist das Ziel. Also, ich bringe dir ein Beispiel. Das Ziel meines Unternehmens, das Ziel der Peter Brandl GmbH, das Ziel auch des Macherclubs, ja, unser Ziel ist es, gut bezahlte Trainingsvorträge zu halten. Das Ziel des Macherclubs ist es, Menschen dabei zu unterstützen, wirklich ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und Macher, Macherin des eigenen Lebens zu werden. Okay, nehmen wir mal eins von beiden raus. Nehmen wir die Peter Brandl GmbH, gut bezahlte Vorträge und Workshops. Jetzt stell dir mal bitte vor, zu Hause auf meinem Schreibtisch läge die, sagen wir mal, 15. Aufforderung, endlich meine Steuererklärung von vor 3 Jahren zu machen. Und wenn ich das nicht innerhalb von 14 Tagen mache, muss ich, nehmen wir mal eine Summe, 25.000 Euro Strafe bezahlen, Bußgeld bezahlen. Was meinst du? Wichtig oder nicht wichtig? Ich habe die Frage in Workshops häufig gestellt. Du ahnst die Antwort, die meisten, klar ist das wichtig. Manche waren so super clever, die haben gesagt, hey Brandl, das hängt davon ab, wie viel du sonst verdienst. Nein, tut es nicht. Die Steuererklärung ist völlig unwichtig.
bin mir nicht ganz sicher, was jetzt gerade bei dir passiert. Also, wenn ich dich so einschätzen kann, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ich vorher erlebt habe, dann kriegen die gerade so manchmal so leichte bis stärker ausgeprägte Schnappatmung. Und die dann sagen, was ist denn das für ein arrogantes Gefase? 25.000 Euro Bußgeld und der Typ sagt, das ist nicht wichtig. Okay, lass mich versuchen zu erklären. Inwieweit hilft mir das Ausfüllen meiner Steuererklärung, dabei gute oder gut bezahlte Trainings oder Vorträge zu machen? Gar nicht, richtig. Es hilft mir nicht dabei, mein Ziel zu erreichen. Und damit ist es nicht wichtig. Wahrscheinlich vermute, du protestierst immer noch innerlich. Dann stell dir bitte Folgendes vor. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was ist das Allerwichtigste in deinem Leben? Ganz, ganz viele Menschen sagen an dieser Stelle, meine Kinder. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast, keine Ahnung. Aber du weißt, was das Wichtigste in deinem Leben ist. Und jetzt stell dir bitte vor, Du hast gerade angefangen, diese Steuererklärung zu machen. Du hast gerade damit angefangen, du bist auch gerade drin, klingelt dein Telefon. Du gehst dran, so aus dem Reflex, ist ein Krankenhaus dran, Intensivstation. Sagt, Herr Brandl, Frau sowieso, Ihr Kind hat gerade einen schweren Unfall gehabt, ist gerade bei uns auf der Intensivstation eingeliefert worden. Können Sie bitte kommen? Wie wichtig ist jetzt noch deine Steuererklärung? Sie war eben nicht wichtig und sie ist jetzt nicht wichtig. Warum müssen manchmal so eine Katastrophen kommen, um uns daran zu erinnern, was eigentlich wichtig ist? Damit meine ich nicht, dass du die Steuererklärung nicht machen sollst. Ich muss nur einfach klarkriegen, was ist wichtig und was ist dringend. Sie ist super dringend, diese Steuererklärung. Deswegen kommt so ein hohes Bußgeld drauf. Du musst es machen. Ich sage nicht bloß, weil es dringend ist, musst du es nicht machen. Aber wir müssen die Unterscheidung klarkriegen zwischen dem, was ist wichtig und zwischen dem, was ist dringend. Diese Unterscheidung muss ich in meinem Leben einfach mal klarkriegen. Nur so kann ich nämlich dann wirklich sauber Prioritäten setzen. Das ist genau das, was der Eisenhower empfiehlt. Nochmal, wir haben wichtig, wir haben dringend. Ja, machst du so einen Quadranten zwischen rein, dann hast du Tätigkeiten, die sind super wichtig, super dringend. Beispiel Vortrag. Morgen Vortrag, noch nicht vorbereitet, auf Englisch. Zu einem neuen Thema. Das ist mein Job, das ist das Ziel, genau das will ich machen, wenn es ein neuer Kunde ist, also absolut wichtig. Wenn es schon morgen ist, ist es auch echt dringend. Das ist A-Priorität. Ne? Tätigkeit, absolut wichtig, absolut dringend, A-Priorität. Dann gibt es so Tätigkeiten, die sind sehr, sehr wichtig, aber nicht besonders dringend. Also zum Beispiel, dass ich ein neues Buch schreibe. Ne? Sehr, sehr wichtig, aber ob ich damit jetzt heute anfange oder nächste Woche, völlig wurscht. Dass ich regelmäßig Sport mache, sehr, sehr wichtig, aber ob ich das heute, wenn ich das heute mal nicht mache, nicht so schlimm. Vielleicht hast du auch sowas, dass du dich seit längerer Zeit so ein bisschen unwohl fühlst. Du hast ab und zu mal so ein Stechen in der Brust, so ein Ziehen in den Arm, immer mal wieder. Da sind wir uns einig, ja, du solltest deswegen zum Arzt gehen. Das ist sehr, sehr wichtig, aber Gott meine Güte, wenn du das erst morgen machst und nicht jetzt sofort, nicht so wahnsinnig dringend. B, das ist B. Also es gibt Tätigkeiten, sehr, sehr wichtig, aber nicht so besonders dringend. Dann gibt es Tätigkeiten, die sind sehr dringend, aber nicht besonders wichtig. Das ist C, Steuererklärung. Und dann gibt es natürlich noch Sachen, die sind weder besonders wichtig noch besonders dringend. Da ist der lustige Spruch, das mache ich, wenn ich mal Zeit habe. Dann schmeiß es doch gleich selber weg. Also die Sachen, die weder besonders dringend noch besonders wichtig sind, kannst du sofort entsorgen. Jetzt sagen die meisten Menschen, die um Zeitmanagement gehen oder wenn es um Effektivierung geht, wir müssen mehr Zeit für A-Aufgaben einräumen. Vielleicht war auch das dein erster Impuls. Wir müssen uns mehr um diese A-Aufgaben kümmern, die wichtig und dringend sind. Und hier möchte ich dich ein bisschen provozieren, weil nö, musste nicht. Und musst nicht mehr Zeit für A-Aufgaben einplanen. Weil die A-Aufgaben machst du so oder so. A-Aufgaben ist Feuerwehrspielen. A-Aufgaben ist Feuerwehrspielen. Wenn ich morgen Vormittag um 10 auf der Bühne stehen muss und einen neuen Vortrag halten muss, auf Englisch, dann finde ich irgendwann die Zeit, dieses Ding vorzubereiten. Und wenn es heute Nacht zwischen 4 und 5 ist, ja, A-Aufgaben ist Feuerwehrspielen, die werden automatisch dahin geschoben. Wenn du bestimmte Sachen lange genug nicht gemacht hast, ja, dann werden sie plötzlich dringend, dann muss ich etwas machen. Wenn du dieses komische Gefühl in der Brust, das Ziehen in den Arm lange genug ignoriert hast, dann fahren die dich zum Arzt mit Blaulicht. Wir müssen nicht bewusst uns um A-Aufgaben kümmern. Das passiert automatisch. Das, was wir schaffen müssen, wir müssen es bewusst schaffen, uns um die B-Aufgaben zu kümmern. Um die wichtigen Sachen, die aber nicht besonders dringend sind. Weil die sind super wichtig, die verändern was. Guck nochmal auf dein erstes Video, deine Liste mit den Tätigkeiten, bewahren, verändern. Diese B-Aufgaben, das ist das, was verändert. Blöderweise sind die nicht besonders dringend.
Was ist der Effekt? Dann werden sie von irgendeinem aufdringlichen Scheiß verdrängt, oder? Du weißt genau, du müsstest bestimmte Dinge machen. Hast aber irgendwelchen aufdringlichen Mist gemacht, wie irgendwelche, weiß ich nicht, Steuererklärung. Bitte alle Finanzbeamten, seht mir das nach. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen die Unterscheidung klar kriegen zwischen wichtig und zwischen dringend. Und nur so kann man saubere Prioritäten setzen. Nur so können wir langfristig mehr Zeit für B-Aufgaben reservieren. Was uns dabei im Wege steht, ist wieder so ein Mythos, den wir haben. Ganz am Anfang habe ich über diesen Alternativmythos geredet. Es gibt einen weiteren Mythos, das ist der Bewusst-Leben-Mythos. Wir bilden uns ein, dass wir so bewusst leben. Aber ganz, ganz viel, was wir tun, ist einfach ein Automatismus. Ganz, ganz viel ist einfach ein Automatismus. Du nimmst dir vor, ich kümmere mich heute um das und das und das und dann machst Bing, ja, und du hast im Posteingang die Anzeige, du hast eine neue Mail und schon bist du abgelenkt. Du natürlich nicht, aber ich glaube, du weißt, von wem ich rede. Ich habe dir dieses Tool gegeben, wenn dich das interessiert, wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest und wenn du vor allem, du hast ja auch mitbekommen, es dauert immer ein paar Tage, bis das nächste Video erscheint. Wenn du hier einfach direkt sagen möchtest, jo, ich möchte das jetzt machen, ich möchte auch einfach mehr Informationen haben, ich möchte vielleicht eine Idee haben, wie ich das besser umsetzen könnte, wie ich vielleicht stärker zum Macher meines Lebens werden kann, dann klick hier unten auf diesen Link, dann kommen wir miteinander in Kontakt und können überlegen, wie das gehen kann. Bis dann.